Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ein Serienmörder oder ein Ritualmörder, wir wissen es nicht genau, treibt in der Stadt sein Unwesen. Sein letztes Opfer war Priscilla, die Freundin von Ritter Sporn. Zum Glück ist sie nicht gestorben, aber es kann sein, dass sie nie wieder singen wird. Wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und was ist mit euch? Naja, wir haben auf jeden Fall Spuren. Grab mich mit einem Fassbier. Grab mich mit einem Fassbier. Und die werden wir jetzt untersuchen. Unter anderem den Ort, wo Priscilla angegriffen wurde. Da laufen wir jetzt hin. Ich hoffe, wir sind hier einigermaßen richtig. Naja, hier muss das irgendwo gewesen sein. Wir schauen mal. Hier. Nicht blass. Mensch, hast du Angst? Okay, wir haben tatsächlich eine Spur. Vielleicht hat diese Dame hier auch was gesehen. Lispelotte. Aber das wissen wir noch gar nicht, dass sie so heißt. Nee. Aber warum steht sie hier? Na gut, wir gucken mal. Eine Feuerschale. Aus dieser Jahreszeit. Ist er das? Woher was? Soll ich das wissen? Beobachtet ihn. Wir werden was? Sehen, was los, er macht. Auf ihn! Ah! Was ist denn jetzt hier los? Ah, steht er, die uns angreifen? Warum? Das war's. Jetzt bist du dran. Okay. Ist nicht so einfach, jetzt an die Rand zu kommen. Ihre Ausdauer ist ganz gut. Nee, das war falsch. Greift ihn von hinten an! Okay, das war doof. Du verfluchter Bastard! Ja, ich stelle mich hier gerade nicht so gut an, merke ich gerade. Das wird kein einfacher Kampf. Ist die Frage, ob wir lieber das Schwert ziehen. Du bist so gut wie tot! Tja! Macht schon! Verdammt nochmal! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Das war's. Jetzt bist du dran. Oh, das war ein guter Schlag. Ah! Verdammt nochmal zu! Ja. Los, auf ihn! Ich komme nicht nah genug ran. Schlagt ihn! Tötet ihn! Ja. Das war auch nicht schlecht. Okay, den haben wir gleich. Auge um Auge! Okay. Einen haben wir immerhin. Ich reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant! Das wirst du nicht tun. Ja. Macht schon, verdammt nochmal! So, gegen zwei haben wir ein bisschen mehr Luft. Okay, Leute, das ist ein bisschen mühsam. Aber wir kriegen es hin. Nein! Okay, jetzt. Wenn jetzt noch einen Treffer bekommen, dann haben wir ein Problem. Nein! 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 Das war's. Nein! Oh, ich hatte ihn kurz. Oh nein, ernsthaft? Aber pass mal auf, ich werde den Großteil dieses Kampfes ohne euch nochmal machen. Das muss jetzt nicht sein. Wir sehen uns gleich wieder. So, so, ich schalte euch mal wieder dazu. Du verfluchter Bastard! Echt ein harter Kampf. Ich habe jetzt hier den... Ja, okay, ist nur noch einer. Aus Versehen habe ich übrigens plötzlich gerufen. Bisschen skurril. Aber ich glaube, jetzt habe ich die Dach unter Kontrolle. So, jetzt. Komm, wenn nur noch einer da ist, kann man ihn in die Ecke drängen. Also will ich mal sehen, was hier der Grund für diesen
hinterhältigen Angriff ist. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundensohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Okay, also insofern war es eine weise Entscheidung, nicht zum Schwert zu greifen. Denn eigentlich wollten sie ja dann doch irgendwas Gutes. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Okay, warte mal. Das heißt, sie hat Scherze gemacht über das ewige Feuer. Also könnte es doch so eine Art Strafaktion gewesen sein. Vielleicht ist das die Verbindung zu den anderen Opfern. Vielleicht haben die auch sich lustig gemacht über den Orden, über den Glauben. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Mir dröhnt okay. Der Schädel. Ja, zu Recht. So, plötzlich ist ganz verwirrt. So, jetzt untersuchen wir das nochmal richtig. Eine Feuerschale zu dieser Jahreszeit? Oh, Spuren. Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Von Priscilla. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht? Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln, können sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen, und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken, dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Ein besorgter Bürger. Natürlich. Es sind die besorgten Bürger. Okay, also es ist jetzt ziemlich klar, dass das irgendwie religiös-fanatischen Charakter hier hat. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Ja. Okay, die Mauer ist hoch. Was sagt uns das? Vielleicht irgendwas, doch irgendwas Übernatürliches? Ist da noch eine Spur, die wir noch nicht gesehen haben? Ja, dies hier, ne? Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Mensch, hast du Angst?
Okay, Formaldehyd. Okay, alles klar. Da ist die Verbindung. Ja, mehr werden wir hier vermutlich nicht finden. Heimwerker-Enzyklopädie. Weiß gar nicht, ob wir das schon haben. Ah, die Wasserflasche nehmen wir nochmal mit. Okay. Naja, so, wir sollten nochmal mit ihr reden. Novigrad ist nicht dein Revier. Wenn wir was gefunden haben. Was ist? Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Priscilla hat sich gewehrt. Der Angreifer ist zurückgetreten und hat die Feuerschale umgeworfen. Jemand muss etwas gehört haben, vielleicht auch gesehen. Es gab Geschrei. Die Wachen kamen. Der Mörder wurde unterbrochen und hat seine Spuren nicht verwischt. Er konnte nur weglaufen und über die Mauer springen. Die Spur endet dort. Das liest du alles aus einem Haufen Müll und ein paar Abdrücken im Schlamm? Das ist mein Berufsalltag. Übung macht den Meister. Das stimmt. Ich weiß auch immer sofort, ob ein Freier zahlen oder sich drücken will. Dieses Talent fehlt mir noch. So, aber die Frage stellt sich, wer kann über so eine Mauer springen? Pass auf dich auf. Und ich muss einen Mörder fangen. Was willst du? Vielleicht irgendwie so ein Vampir, aber es wäre merkwürdig, wenn diese Ordensleute selber irgendwie so drauf wären. Als Symbol, das ist, glaube ich, das Gebäude dahinter. Okay, dann haben wir noch eine Spur. Und zwar der Ort, an dem Schnitzer starb. Den werden wir jetzt noch untersuchen. Ich glaube, ich habe mich bepisst. Gucken wir mal. Oh. Hey, Hexer. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Oh, verdammt. Warte mal, aber wir wollen trotzdem gerne erstmal das hier untersuchen. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer, Striegel, bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz, dumme Tölen, Platz! Komm rein, langsam, sonst beißen sie. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich, um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Oha. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Okay, also das deutet auch darauf hin, dass Schnitzereien, Kunst irgendwie verbrannt werden sollte. Wahrscheinlich möglicherweise auch irgendwas Antireligiöses, was da irgendwie geschnitzt wurde. Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht?
Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Leute, das ist ja hier scheinbar eine ganz große Sache. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Okay, gucken wir uns erstmal um. Hier haben wir einen Innenhof, Werkstatt, ein paar Skulpturen. Und da dieser komische Scheiterhaufen, aber der ist wiederum nicht angezündet, das ist merkwürdig. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Ja. Ich will erstmal hier diesen Haufen untersuchen. Scheint mir aber irgendwie nicht möglich zu sein, warum auch immer. Der Mörder hat was Schweres geschleift. Statuen oder eine Leiche. Okay, den Haufen kann ich irgendwie nicht untersuchen. Warum auch immer. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Gut, hier liegt aber noch was. Ah, schon wieder eine Predigt. Natürlich. Ja, nee, das ist tatsächlich eine andere. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen, Feuer kann unsere Nahrung zubereiten, Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben, doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektionen nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Ja, okay, das ist sehr eindeutig. Also auch der Zwerg hat offenbar irgendwie nicht moralisch einwandfrei gehandelt. So, ich würde aber gerne irgendwie... Schade, das Untersuchungszeichen fehlt hier. Wir müssen aber hier noch was finden. Die Quest ist sonst nicht... aktualisiert. Das ist ein bisschen doof. Hier kommen wir. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Na, sehr schön. Vielleicht finden wir da noch eine Spur. Okay, was haben wir hier? Noch eine Blutspur? Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Warum sollte man das tun? Augen. Menschlich. Total verwest. Okay, hier hat man ihm die Augen rausgeholt. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Und da hinten? Wahrscheinlich wieder Formaldehyd. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Na gut. So, haben wir hier noch was Interessantes? Sieht nicht so aus. Okay, damit haben wir alle Spuren hier. Können wir mit Gus noch sprechen? Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen.
Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Mhm. Genau. Die Vermutung hatten wir auch schon. Gut, wir haben genug geredet. Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Okay, alles klar. Ansonsten gibt es was Neues beim Leichenbeschauer. Warte mal, aber das hatten wir eigentlich schon, ne? Formaldehyd. Ja. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Komisch, dass das so rot bleibt. Egal. So. Zurück zum Leichenbeschauer. Wir dürfen jetzt den Vordereingang benutzen, wie wir erfahren haben. Trinken wir. Es wird schon Abend. Weitergehen. Ehrlich gesagt, gar nicht genau weiß, wo das Gebäude ist. Ach so, da oben, okay. Also jetzt, benimm dich. Was denn hier? Die nächste Predigt. Vergesst nicht, liebe Leute, dass ein einmal entfachtes Feuer nicht mehr aufgehalten werden kann, dass es alles auf seinem Weg verschlingt und sein Wüten erst endet, wenn alles zu Asche verbrannt ist. Menschen können vor diesem Element nicht fliehen, und wenn sie sich vor ihm verneigen, wenn sie es in ihr Herz lassen, werden sie auch zu Asche. Fragt euer Gewissen und lebt in Einklang mit den Geboten der Kirche, bevor die Zeit der Buße vorüber ist. Ein besorgter Bürger. Und wir haben ja gehört, es gibt ein weiteres Opfer, nicht wahr? So, sind wir hier hoch? Ich glaube ja. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. So, das ist das Gebäude, ja. Willkommen, Meister Hexer. Ah ja. Okay. Dann wollen wir sehen. Da ist offenbar das nächste Opfer. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Sind ja alle sehr freundlich. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Wow, okay. Krass. Das heißt, er war ein Revolutionär, aber einer der ganz radikalen Sorte, so eine Art Jakobiner. Es kann schwierig sein, das kleinere Übel wählen zu müssen. Das weiß ich ganz gut. In dieser Hinsicht hat die Arbeit hier Vorteile. Hier könnte ich niemandem etwas tun, selbst wenn ich wollte. Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Okay, alles klar. Damit haben wir auch wirklich jetzt definitiv den Zusammenhang zwischen diesen Morden. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag den schon?
Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Oh Gott. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Oh mein Gott. Wir müssen zu den Wegelbuts. Warte mal. Patricia Wegelbuth, ein besorgter Bürger. Oha. So, das Problem ist... Bis zum nächsten Mal, Hexer. Ich muss kurz überlegen. Wir müssen kurz gucken, wo hatten wir Plötze zurückgelassen. Da, das ist nah am Dreibergtor. Das passt. Da können wir also in aller Eile... Diese Jugend heutzutage. Losweiten. Ich bin schick, mein Prügel. So, das Blöde ist, ich weiß kurz, ich bin nicht mehr ganz im Bilde, wo wir uns befinden. Achso, einfach geradeaus und dann kommen wir auf Plätze zu. Was hast du denn so graue Haare, Süße? Da, da ist Plätze. So, Plätze, wir haben es eilig. Hier ist Wasser. Getrocknete Pilze, Herr. Ich will sie auf dem Markt verkaufen. Es ist früh am Morgen. Schon jetzt so ein Andrang. Wahnsinn. So, jetzt können wir auch galoppieren. Reiten wir durch die Katzen hier. So, aus dem Weg, wir haben es eilig. Pass doch auf. Hier an dieser Stelle hatten wir Rittersporen befreit. Hier geht's immer lang. Das ist die Rennstrecke. Uns wohl bekannt. Genau, und hier sind wir auch fast da. Okay, Leute, warte mal. Hier kommen wir aber nicht so weiter. Wir sind am Anwesen. Wisst ihr was? Den Rest, den werden wir zu Fuß zurücklegen. Und was jetzt passiert, ihr ahnt es schon, das erleben wir in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.